werden am Ende ein paar brutale Prompting-Hacks auspacken. Also, Wann biete ich denn ChatGPT Trinkgeld an? dann muss ich Claude 3.5 Sonnet wählen, weil es einfach wesentlich besser performt. Ich habe verschiedene Prompting-Prinzipien, ich habe 7 bis 8 Prompting-Techniken, ich habe verschiedene Prompting-Hacks. Ich arbeite die alle ein in einen einzigen Prompt. Wer die bezahlpflichtige Version nicht gekauft hat, hat sein Leben nicht unter Kontrolle. Ich will in meinem Prompt explizit unterscheiden zwischen dem, was Anweisungen sind und Input-Informationen. Ja? Ist das Thema Markdown-Formatierung. China haben sie tatsächlich ein Projekt Skynet schon gebaut. Mit KI umgehen wie ein Profi. Etwas prompten und ein perfektes Ergebnis kriegen. Das ist das, was sich viele wünschen. Aber wie funktioniert es denn ganz genau? Was sind so die Tipps der Profis? Welche Tools sollte ich benutzen? Und wie kommen wir eigentlich dahin? Ich habe heute einen echten KI-Experten hier mit an Bord und wir werden jetzt sofort mal in einen Deep Dive einsteigen. Ich habe den Garrett hier da. Garrett, geil, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Sag uns doch mal, wie arbeitet man denn professionell mit einer KI? Das meiste, was du da draußen am Markt hörst, zu arbeiten mit KI, ist kompletter Quatsch. Ne? Also es ist komplette Informations-Overload, komplette Flut da draußen, die tausend und einen besten Tipps und Tricks, die du alle gesehen haben musst und jede Woche 500 neue Tools, ohne die du nicht leben kannst. Alles Genau, Quatsch. und ich kriege Ne? eine Sammlung von 1000 Prompts, die ich unbedingt brauche, um irgendwas damit zu erzeugen. Genau, für 29,99 und die lösen am besten alle deine Unternehmensprobleme. Ja, wenn das so funktionieren würde, ich glaube, dann hätte ich keinen Job, ne? Dann wäre das auch wesentlich weniger gut bezahlt, was ich da mache. Also zuallererst mal vorweg Tipps zum Arbeiten mit KI. Ja? Für Unternehmer problemorientierte Herangehensweise. Ne? Such dir ein Problem, das du mit einer KI lösen möchtest und dann finde das Tool oder das Modell, das am besten dafür funktioniert. Wir haben gerade eine komplette Flut von Modellen und Startups, die andauernd rauskommen. Es macht überhaupt keinen Sinn, da zu versuchen, jedes Tool zu kennen, jedes Modell zu kennen und die alle miteinander zu vergleichen. Ne? Das heißt, erst identifiziere ich das Problem in meinem Unternehmen, dann schaue ich Pareto-mäßig, welches Modell eignet sich dafür am besten. Ja? Das, was gerade die größten Probleme löst, aktuell in Unternehmen, sind die Language-Modelle, die LLMs. Und bei denen ist einfach da gibt es 3 oder 4, die halt wirklich gut performen. Das ist GPT-4o. Das ist Okay. Claude von Für die nicht Anthropic. so fitten ChatGPT, ne? 4o. Genau, Dann haben wir genau. Claude AI, die 3,5er Sonnet. Genau, 3,5 Sonnet. Das kann sich in ein paar Monaten auch schon wieder ändern. Da gibt es dann schon Wahrscheinlich wieder was sogar Wochen. Neues. Genau. Ja, genau. Gemini 1.5 von Google. Und dann ist es noch Llama von Meta. Das ist ein Open Source Modell. Das ist dann aber schon technisch fortgeschritten, wenn man das quasi bei sich hosten möchte, ja. Und auch da wieder Pareto-mäßig, ja. Das richtige Modell zu wählen für die richtige Aufgabe ist viel wichtiger am Anfang, als zu sagen, ich muss super tief reingehen ins Prompting. Prompting hat auch eine Lernkurve, da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Da teile ich ein paar wichtige und mächtige Tipps und Tricks, die ich bei mir in der Arbeit anwende. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt kreatives Schreiben machen möchte, dann muss ich Claude 3.5 Sonnet wählen, weil es einfach wesentlich besser performt als GPT-4o, ne? Ich glaube, das ist dann erstmal so das Wichtigste. Einen Tipp, einen konkreten würde ich noch mitgeben für alle, die am Ball bleiben wollen. Es macht überhaupt keinen Sinn zu versuchen, selbst in Eigenrecherche andauernd die neuesten Tools mitzubekommen. Es gibt Leute, die machen das professionell. Das heißt, ich würde einfach empfehlen, auch da, wenn man am Ball bleiben möchte, genau nicht nervös werden, einfach ein paar Newsletter abonnieren oder die entsprechenden Influencer auf LinkedIn zum Beispiel und die machen dann den Job quasi für uns, die ganzen Tools zu vergleichen. Und diese aggregierten Informationen, die können wir uns dann zunutze machen und sehr viel effizienter wirklich einfach dieses ganze Marktumfeld und die Entwicklung da durchblicken. Okay, man kann dir natürlich bei LinkedIn folgen. Newsletter finde ich sowieso ein super Tipp. Und YouTube-Kanal kann man auch abonnieren. Jetzt hast du hier gerade schon gesagt, Claude 3.5 ist für kreatives Schreiben die perfekt richtige Anwendung. Jetzt habe ich ja angefangen. Jetzt brauche ich für die anderen Punkte natürlich auch einen Bullet Point. Ne? Sonst fühle ich das Yes. hier unvollständig. Na klar. Also ChatGPT 4o ist am besten quasi als Generalist. Ne? Das ist ein sehr, sehr gutes Modell für viele, sowieso für die Einsteiger. Ne? Und es hat die meisten Features. Das heißt zum Beispiel auch jetzt mit dem neuen Canvas-Feature kann ich sehr gut interaktiv Dinge und Texte ausarbeiten, zum Beispiel Newsletter, Blogartikel, auch Code. Ich habe den Advanced Voice Mode.
Das hat nochmal eine ganz andere Nutzererfahrung, je nachdem, was für Probleme man damit lösen möchte. Es gibt jetzt ein neues Modell von OpenAI, das nennt sich O1 Preview. Ja, das ist quasi auch eine Alternative zu ChatGPT, die ist sehr, sehr hochperformant für logische Problemlösung. Für die meisten Unternehmensanwendungsfälle jetzt wahrscheinlich nicht der beste Case, hat aber dafür gesorgt, ehrlicherweise, dass OpenAI eine 6 Milliarden Funding Round gerade hinter sich gebracht hat, also die größte der Geschichte, und damit eine 157 Milliarden Evaluation bekommen hat. Also das Modell ist auch sehr, sehr mächtig. Jeder, der noch nicht damit rumgespielt hat, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Genau, also ChatGPT 4.0 empfehle ich immer als Einstieg, ja, für spezialisierteres, kreatives Schreiben, Claude 3.5 Sonnet. Und ist ChatGPT die einzige, kann nicht die einzige Lösung sein, hat aber auf jeden Fall einen Webanschluss, hat Claude ja nicht. Also ChatGPT kann ja crawlen, Webseiten crawlen und besuchen. Ah, genau, du meinst für Online-Recherche. Ja, ChatGPT hat über die Kooperation mit Microsoft, kann es Bing nutzen, um das Web zu durchsuchen. Und das hat Online-Recherche noch. Also wenn wir alle Features durchgehen wollen, dann kann da auch noch Datenanalyse mit dazu. Das ist auch ganz spannend. Das heißt, ChatGPT kann eigenständig Code schreiben und durchlaufen lassen. Bilderstellung ist da natürlich auch mit drin. Genau, also ChatGPT ist sehr flexibel, sehr vielseitig, ne, und hat auch eine sehr intuitive Bedienbarkeit. Deswegen ist es sehr, sehr gut für Einsteiger geeignet. Man kann super coole Workflows damit bauen, zum Beispiel mit einzelnen GPTs, also dedizierten Chatbots, die miteinander arbeiten lassen und sogenannte, ja, quasi fast so KI-Teams bauen. Da habe ich tatsächlich jetzt, ich habe danach nochmal einen Call, einen Workshop, da werde ich das auch eine Runde von Copywritern zeigen, die dann zum Beispiel Chatbot bauen können für Newsletter, einen für einen Blogartikel, einen für einen LinkedIn-Beitrag, einen für Ads, und wie die dann quasi miteinander arbeiten können, so in einem Content-Repurposing-Flow. Mega geil. Genau. Da geht sehr viel. Also wie gesagt, ChatGPT 4.0 sehr, sehr flexibel, sehr vielseitig. Claude 3.5 definitiv das Beste aus meiner Perspektive für hochqualitatives, kreatives Schreiben. Gemini Advanced 1.5 und Llama von Meta sind für mich in der gleichen Kategorie wie die anderen beiden. Es sind Large Language Modelle, aber in beiden ein bisschen weniger performant. Also vom Level her ist Gemini Advanced 1.5, was Intelligenz angeht, in den ganzen Benchmarks quasi auf dem Level wie 4.0 ein bisschen drunter, aber es hat halt wesentlich weniger Features. Ne? Also es gibt jetzt keinen Case quasi, wo ich das empfehlen würde über 4.0 oder Claude 3.5. Und Llama von Meta hat den Vorteil quasi, dass es Open Source ist. Ich kann es in-house hosten auf meinem eigenen Server und dadurch habe ich eine sehr viel größere Kontrolle über das Thema Datenschutz. Und ich muss natürlich quasi nicht bezahlen für die Nutzung vom Modell selbst. Ich muss keine Lizenzkosten tragen. Aber ich muss halt die technische Kompetenz haben, selbst, wie gesagt, in-house zu hosten. Oder ich kann auch so einen Anbieter wie po.com zum Beispiel nutzen. Da sind solche Modelle auch, da sind Schnittstellen zu diesen Modellen. Da kann man darauf zugreifen. Okay, das heißt, für alle, die jetzt in dem Thema einsteigen, mit ChatGPT kann man grundsätzlich gar nichts falsch machen. Und Claude AI ist für kreatives Schreiben einfach eine Waffe. Das ist ja auch in meinen Tests, die ich gemacht habe, schon rausgekommen, dass Claude AI einfach vom Sprachgefühl ja die geilsten Texte macht. Haben wir da mal einen Haken dran? Oder? Würde ich sagen. Perfekten Einstieg. Dann sag mal doch mal ganz kurz, also ich weiß, dass du für mich der KI-Gott überhaupt bist. Ich kenne einige, die es behaupten, aber du bist der einzig Wahre. Zusammen mit deinem Partner Stefan macht ihr unfassbar geile Projekte. Aber da will ich gar nicht ausholen. Aber erzähl du noch mal einen ganz kurzen Schlag von dir. Wie kommt man in deinen, ich sag jetzt mal, jungen Jahren, ich bin ja auch noch super jung, aber wir sind ja beide super jung, aber ich glaube, du bist super jüngerer. Also wie kommt man in deinem Alter dazu, so viel über KI zu wissen? Ja, ich komme tatsächlich ursprünglich aus einem anderen Bereich. Ich komme aus dem Bereich Psychologie und Neurowissenschaften. Ich habe ursprünglich Psychologie und Neurowissenschaften studiert, habe mich zum Psychologen weiterbilden lassen, fand aber auch im Psychologiestudium, fand ich KI schon super spannend. Das ist ja, Psychologie setzt sich mit menschlicher Intelligenz auseinander und da hatten wir auch das Thema künstliche Intelligenz thematisiert. Ich war dazu gut in Statistik, ich war auch Tutor für Statistik damals und habe mich dann nach dem Studium entschieden, im Tech-Bereich passiert gerade super, super viel. Das ist jetzt 6 Jahre her, da habe ich nochmal einen Switch gemacht und Datenwissenschaften studiert. Das heißt, ich habe dann auch selber KI-Modelle trainiert in Berliner Startup-Szene und habe dann aber mich entschieden, mich zu verselbstständigen. Das war kurz vor dem ChatGPT-Release. Und tatsächlich hatte ich davor schon hobbymäßig Projekte gebaut, auch mit Freunden, die damals GPT-3 noch verwendet haben. Das war vor dem ChatGPT-Release, das Modell, also der Vorgänger quasi davor.
Da kam ChatGPT raus und durch meine starke Vernetzung in der Marketingbranche in Berlin kamen dann gleich super viele Anfragen rein. Also halt immer von Marketern, die Fragen waren halt immer, hey, was zur Hölle können wir mit diesen Modellen machen und wie kann ich damit gute Ergebnisse erzielen? Da wurde ich quasi, also echt ganz organisch in diese Richtung gedrängt, über die letzten 2,5 Jahre nichts anderes zu machen, außer rauszufinden, hey, wie kann ich damit gute Ergebnisse erzeugen? Und da hat sich dann halt recht schnell für mich bewährt, was funktioniert nicht. Ich habe mir ein eigenes Prompting-Framework gebaut, das halt jetzt mittlerweile sehr bewährt ist. Und wie gesagt, da teile ich am Ende auch gerne noch ein paar Insights mit dir und den Zuschauern, dass ihr hier auch mit was Greifbarem rausgeht. Genau, wir werden am Ende ein paar brutale Prompting-Hacks auspacken. Genau. Ich hab die ja schon erleben dürfen. Wir haben auch im Team ja schon Schulung mit euch gemacht. Und es ist einfach, also ich glaube, dass ich vorher in dem Thema KI jetzt nicht schlecht war. Man guckt sich ja so, weiß ich, gefühlte 100 YouTube-Videos an, nimmt sich da ein Tutorial, nimmt sich hier was. Man hat natürlich diese Liste mit den 29 Euro. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich hab's. Man probiert halt alles irgendwie aus, weil man so diesen Bedarf hat. Dieses, es ist irgendwie so geil und man ist so in so einer fast Schockstarre, wenn man sagt, ich habe das Gefühl, ich komme nicht schnell genug voran. Ich muss es jetzt überall irgendwie implementieren. Macht nicht immer Sinn. Aber mit euch zusammen haben wir da echt ein komplett neues Level erreicht. Wenn man sich jetzt in dem Bereich weiterbilden will, also ich sage, ich möchte jetzt fit werden in dem Thema KI. Jetzt gibt es ja mittlerweile schon Berufsausbildung dazu. Von Unternehmen, denen ich persönlich nicht zutraue, dass sie dafür Kompetenz haben. Was wäre denn für dich jetzt ein guter Weg, in dem Thema wirklich richtig fit zu werden? Yes. Das ist auch direkt nochmal ein Tipp und Trick, den wir am Anfang auch hätten mit aufnehmen können. Unbedingt maximal viel Berührungspunkte mit der Technologie haben. Also wann immer es geht, das fand ich bei dir tatsächlich ganz fantastisch, wie du gesagt hast, in unserem Projekt hat man, also wir haben sehr schnell gemerkt, dass du halt schon wesentlich weiter bist als der Durchschnittskunde, weil du halt schon sehr, sehr viel damit arbeitest. Ne? Also allein über die Berührung mit diesen Modellen, mit der Technologie, kommt sehr, sehr viel Erfahrung rein. Ne? Das ist das Erste, was ich jedem empfehlen würde. Man kann sich alles selbst beibringen, ne? Aber bei mir hat es halt 2 Jahre gedauert, bis ich halt wirklich verstanden habe, was gut funktioniert und was nicht. Das heißt, man kann sich Zeit sparen dadurch, dass man halt auf Dienstleister und Ausbildungsinstitute zugreift. Da muss man dazu sagen, natürlich ist ein super neuer Markt, eine super neue Branche, ne? Also ganz, ganz frisch im Kommen. Natürlich allein durch den medialen Wirbel und den ganzen Gelder, die da reinfließen, gehen jetzt sehr, sehr viele Unternehmen in die Richtung. Aber auch tatsächlich aus meiner Brille, das, was ich sehe, ich meine, ich mache das beruflich, ich bin Dozent auch im Bereich Prompt Engineering an der Hochschule. Das meiste, was ich sehe, ist Quatsch. Also es gibt auch ganz, ganz viele, die quasi keine Ahnung haben. Wenn du dir irgendwie einen Prompting-Kurs anguckst, Prompts, für alle, die es vielleicht nicht wissen, sind die Instruktionen an die KI-Modelle, ne? Ganz wichtig zu verstehen, wie die funktionieren, damit halt die Modelle guten Output liefern. Wenn man sich so Prompt-Tutorials anguckt und so ein Prompt ist so ein Dreizeiler, sind 3, 4 Sätze, dann kann das nicht wirklich guten Unternehmensprozess automatisieren. Das wird einfach nicht funktionieren. Ne? Ich mache mal hier einen dreizeiliger Prompt entlarvt Anfänger. Quasi. Die Anbieter mit den 29,99, die, ja, die ärgern sich jetzt über mich, aber das ist mir egal. Es ist völlig in Ordnung. Wir dürfen hier ein bisschen die Nicht-Experten bashen, weil genau. ich kenne auch die Unterschiede und ich weiß, die sind groß. Ja, deswegen, ja. Also dreizeiliger Prompt. Ich war ja schon schockiert, als wir mal bei dir einen Custom-GPT aufgebaut haben und wir dann mit den 8000 Zeichen, wo ich dachte, okay, was, wir wären ja never damit fertig, mit den 8000 Zeichen nicht hingekommen sind. Und dann noch Dokument und Dokument und Dokument und ja, die Ergebnisse zeigen es. Okay, also maximal üben habe ich, Know-how genau. Einkaufen und genau. Wir entlarven Anfänger, indem wir halt keine dreizeiligen Prompts bauen, sondern da halt irgendwie ein bisschen Deep Dive haben. Genau. Und dann muss man halt die raussuchen, die halt Ahnung haben. Und wie macht man das aktuell? Ja, sowieso bei mir bei LinkedIn-Folgen. Danke für den CTA. Verlinken wir natürlich in der Beschreibung. Optimal. Also für mich, das Beste, was man machen kann, es gibt nicht wirklich viele, viele Standard-Zertifizierungen jetzt, wo man sagen kann, okay, die haben es voll drauf. Ne? Mhm. Was ich halt eher schauen würde, als wenn ich jetzt das lernen wollen würde, würde ich gucken, okay, wer hat Track Record? Wer hat wirklich erfolgreich Projekte umgesetzt in dem Bereich? Und ganz ehrlich, das werden wenige sein. Die meisten, die ihr seht und hört auf LinkedIn, Instagram, YouTube, sind Marketer oder Vertriebler. Weil die sind smart, die wissen, wie man Kohle macht, die wissen, wie man sich sichtbar macht. Aber ja. Die Leute, die wirklich wissen, wie gutes Prompting funktioniert, sind meistens eher die Techies. Das sind meistens halt eher die Checker, die man halt
Ja, ne, ich sag's, ich stehe es dazu, ich habe ein blaues T-Shirt an, blauer Persönlichkeitstyp. Das sind halt aber die wirklich dann verstehen, wie diese Modelle funktionieren und wie man die zu bedienen hat, um damit geilen Output zu erzeugen. Ne? Das heißt, muss kein Nerd sein, aber schau dir an, hat die Person in dem Bereich Arbeitserfahrung? Ja? Bei mir jetzt, ich sag's, wie es ist, ich habe halt 2 Jahre lang Projekte gemacht, genau in dem Bereich, und habe für meine Kunden Resultate erzielt. Ne? Das ist halt ein Track Record. Ja, das funktioniert. Das heißt, ich würde dann unbedingt gucken, wie gesagt, wer kann solche Arbeitserfahrungen vorweisen. Ne? Wenn der einzige Track Record ist, ich habe 3K Follower auf Instagram, wäre ich skeptisch. Ne? Genau. Okay, was sind denn so die KI-Tools, die du täglich nutzt? Also mal Pareto, ne? Die 20% der Tools, womit du 80% der Sachen machst. Ich weiß, du hast dann ganz viele Nischentools, aber ich will mal jetzt zu den großen Big Five. Also ChatGPT wird dabei sein, das ist mal eine Vermutung. Ja, schreibt noch Claude dazu und dann haben wir es schon. Ich bin nämlich, ich lebe das genauso, wie ich es am Anfang gesagt habe. Ich bin überhaupt kein Fan davon, Tools zu nutzen, nur um Tools zu nutzen. Ne? Macht für mich keinen Sinn. Midjourney kannst du auch noch dazu schreiben. Ich benutze ganz gerne Midjourney. Aber ich benutze die Modelle, die meine Probleme in meinem Arbeitsalltag lösen. Ne? Zum Beispiel, Pika Labs hat jetzt gerade ein super geiles Update rausgebracht mit den Pika-Effects. Das ist Text zu Video. Ne? Das heißt, ich kann mit Pika Labs kann ich jetzt super geile Video-Effekte mit KI generieren. Brauche ich nicht. Das ist eine tolle Spielerei, ne? Aber ain't nobody got time for that. Also ich habe keine Lust, meine Zeit in Dinge reinzustecken, die mir in meinem Arbeitsalltag keine Zeit sparen. Das heißt, ich schaue mir das alles an, ja, ich bin auf dem neuesten Stand, dafür werde ich auch bezahlt, ich bin KI-Berater auch. Das heißt, ich gucke mir genau an, was da passiert, aber ich nutze nichts, was in meinem Arbeitsalltag keinen Unterschied macht. Das, was bei mir im Arbeitsalltag einen Unterschied macht, sind ChatGPT, Claude und Midjourney. Ansonsten Empfehlungen, die ich vielleicht noch geben kann in den verschiedenen Modalitätskategorien, ja. Für Videoerstellung, wenn es jetzt hier Zuschauer gibt, die halt sagen, hey, ich will aber Videos erstellen, Runway anschauen, Kling AI anschauen, One way. Runway, genau, So. Kling, Kling, Kling.ai, glaube ich. Zora ist noch nicht draußen und Pika Labs. Zora ist von OpenAI, das ist aber noch nicht released worden und dann Pika Labs, ne? Genau, das sind erstmal so die aktuellen, die man verwenden kann fürs Thema Audio-Generierung. 11 Labs, ne? Also zum Beispiel für so KI-Voice-Klone, Soundeffekterstellung, 11 Labs, ne? Da eine absolute Empfehlung. Bilderstellung hatten wir jetzt schon Midjourney genannt. Das wäre da auf jeden Fall meine Empfehlung. Da gibt es noch Flux jetzt tatsächlich von einem deutschen Startup, mal zur Abwechslung. Flux ist wahnsinnig performant. Genau, das heißt, auch hier wieder. Nicht alles einbinden, nur um es einzubinden, ja, sondern jeder sollte für sich schauen, okay, in meinem Arbeitsalltag, was hilft mir, was ist cool, oder auch einfach nur, was macht mir Spaß und dann diese Modelle verwenden. Aber nicht, ja, sich, wie gesagt, nicht verrückt machen lassen durch den ganzen Hype. Ich habe hier schon aufgeschrieben, Shiny Object, weil das Sehr, sehr ist gut. das, was ich sehr häufig erlebe. An mir selbst. Dass man dieses, ich habe jetzt auch neulich bei Pika Labs drauf und dachte, ey, so geile Animation. Und dann war echt der Punkt, dass ich dachte, 29 Euro, du fängst jetzt damit an. Mir geht es gar nicht um die 29 Euro, scheiß drauf. Aber ich wusste einfach, ich werde jetzt damit anfangen. Du bist dann da eine halbe Stunde drin, hab's dann abgebrochen, weil ich gemerkt habe, einfach, es zieht wahnsinnig meine Aufmerksamkeit. Ich kann ja nicht für alle sprechen, aber das ist echt meine Welt. Ich bin ja ein voller Software-Junkie. Und Automatisierung schon immer und KI, das macht es halt, das ist einfach irgendwie nur nochmal, Automatisierung ist der geile Kuchen und KI sind oben die Obststücke drauf mit Sahne. Und das ist einfach für mich genau gerade meine Zeit. Deswegen probiere ich alles aus und ja, es gibt ein paar Dinge, die hätte ich mir kneifen können. Jetzt haben ja alle Angst, ihren Job zu verlieren. Ich sag mal zu Recht. Teilweise. Wer wird es denn nicht schaffen in den nächsten, also wir wissen immer, es gibt auch heute noch Unternehmen, die produzieren Schallplatten, es gibt auch noch heute, die machen den Buchdruck mit Pressplatten. Gibt es alles noch, aber wir reden jetzt mal von massentauglichem Geschäft. Was stirbt aus? Also, Mutig, mutig zur Prognose. Uns wird in 5 Jahren ja. keiner zu Gericht ziehen. Hoffentlich. Also, ich sag's mal so: Jeder Beruf, der sich gerade damit aussetzt, professionell Inhalte zu erstellen, ob das Text ist, Bild oder Video, ist auf dem proverbialen Chopping-Block. Ne? Das heißt tatsächlich zum Beispiel Copywriter, Autoren,
Das sind Bildbearbeitung oder Videobearbeitung auch. In Hollywood wird jetzt ganz viel auch rumgetestet. Also in Hollywood, wenn du da einen Beruf hast in der Bearbeitung, ja, auch nicht mehr so sicher. Ja. Tatsächlich, ehrlicherweise, Finanzanalysen auf ein ganz, also die ganzen Financial Analysts werden alle massenweise outperformed. Und also, ja, ich lese ja auch hin und wieder diese ganzen Goldman Sachs und McKinsey-Berichte, versuche das aber zu reduzieren. Was die halt alle prognostizieren, ist sowieso die ganzen administrativen Tätigkeiten. Ne? Das heißt also, im Office-Backend Dokumente hin und her pushen und analysieren und Mails verfassen. Ne? Customer Service sowieso. Also es gab jetzt schon diesen berühmten Klarna-Fall, wo sie 700 Customer Support Agents quasi rausgeworfen haben und sich dadurch ein paar Millionen gespart haben und es jetzt alles durch eine KI gemacht hat. Also der Kundenservice da wird massiv beeinträchtigt werden. Vertrieb ist jetzt auch nochmal spannend. Also ich glaube, so High-Ticket-Vertrieb mit ein paar Millionen Volumen ist jetzt eher noch nicht so auf dem Shopping-Block. Aber also ich meine, KI Cold Calling wird auch immer beliebter. Ne? Also Wir haben es an unserem Kanal schon angeboten. Jawohl. Ist mittlerweile auch genau. eins unserer Angebotsportfolios. Ja, guck mal. Auch Digital mit dem Analyst. Thema Calling, also nicht nur Cold, sondern auch, also auch die warmen Leads anzurufen durch eine KI ist erschreckend gut. Kleiner Disclaimer an der Stelle, jetzt wo du den Werbeblock mir förmlich vor die Füße schmeißt. Wer mal mit einer KI telefonieren will, autima.de/KI-Call. Einfach Daten eingeben und zack, kriegst du einen Anruf von einer KI. Witzigerweise, wer öfter von mir Videos konsumiert, wird hören, es ist meine Stimme. Habe ich nämlich mit 11 Labs eintrainiert und da kriegt er quasi einen Anruf von meinem digitalen Klon. Und nein, ich habe keine Angst, dass das missbraucht wird. So. Krass, ja, Genau. das ist Mut zur Tat. Aber meine Finde Mutter ich hat Angst. fantastisch. Meine Mutter hat ganz doll Angst, dass ganz, ganz schlimme Sachen passieren können. Ich habe ja auch einen KI-Avatar mit Video, also da kann man ja noch mehr Quatsch Ja. mitmachen. Du bist die Case Study für alle anderen. Wenn es bei dir gut geht, dann können wir alle nachziehen. Also ist doch schon mal Ich Mut stürze da. mich für uns alle. Genau. Was ich zum Finde ich Beispiel gut. übrigens auch noch sehe als echte Gefährdung, sind so Sachen wie Synchronsprecher. Kann ich mir ehrlicherweise auch kritisch vorstellen. Also klar wird die Stimme von Bruce Wills wird niemals ersetzt werden, das ist ja offensichtlich. Aber wenn jetzt so neue, also wenn jetzt ein Hörbuch vertonst zum Beispiel, da sind ja häufig nicht so bekannte Sprecher bei und ich finde das neue Sprachmodell von ChatGPT einfach so unfassbar gut. Das ist sehr Die gut. kann die Stimme verstellen, die kann Emotionen sprechen, die macht Pausen, die ist von Natur, du hörst die atmen, das ist so krass gut. Wer das sehen will, ich kann hier mal ein Video mit verlinken, weil ich habe dazu auch ein Video in meinem Kanal. Das stirbt für mich aus. Also ich wüsste nicht, also wenn die KI mein Hörbuch einsprechen kann, dann macht die das innerhalb weniger Sekunden quasi. Ich werde wahrscheinlich eine Sounddatei irgendwann runterladen können. Ich habe keinen Schnitt mehr, ich habe keine Versprecher drin, ich habe keine Produktionskosten. Ich weiß, was ein Hörbuch in der Produktion kostet. Fällt alles flach. Also es wird richtig gut. Es wird gleichbleibende Qualität. Also für mich auch hier das Thema Stimme. Machen wir mal sowas wie Hörbuchsprecher. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Job ist. Und Synchronsprecher und alles, was damit zu tun hat, finde ich gefährdet. Auf jeden Fall. Übersetzer tatsächlich auch, wo du es gerade ansprichst. Ja, gut, Also das mir ist ist noch. genau, das ist ganz klar Übersetzer und Lektorat. Ja. Das gut, packen wir mal hier mit rein. Ja, ich glaube, jedes einzelne Berufsbild werden wir jetzt hier nicht abgedeckt bekommen, aber es geht um die Kategorien, glaube ich. Ne? Das heißt, Ja. also generative KI, künstliche Intelligenz, die Inhalte erstellt, sowas wie ChatGPT und Midjourney, hat fünf Modalitäten quasi, ne? Also wie die Sinne. Ne? Das ist Text, Bild, Video, Audio und tatsächlich auch sowas wie Virtual Reality und 3D. Das muss ich jetzt hier aber nicht überfokussieren. Jeder Beruf, der damit arbeitet, solche Inhalte zu generieren, ist halt irgendwo gefährdet. Ne? Und dann mit zunehmender Intelligenz werden es auch andere Bereiche sein. Das heißt sowas wie planerische Bereiche, Projektmanagement. Das sind also Kapazitäten, die diese Modelle aktuell noch nicht haben, wo diese Startups aber Milliarden rein investieren, um diese technischen Probleme zu lösen, damit KI zum Beispiel auch so ein Long-Term-Planning vornehmen kann. Die Anzahl der Berufe über die nächsten Jahre, da kommt noch der CTA sehr gut, die Anzahl der Berufe, die
die in den nächsten Jahren gefährdet sind, die wird über die nächsten Jahre auch immer weiter steigen. Also ja, das ist eine Sicherheit. Genau, und wenn man das Ganze jetzt mit einem positiven, weltoffenen Blick sagen will, könnte man sagen, nein, du selbst wirst nicht durch eine KI ersetzt, sondern durch jemanden, der die KI bedienen kann. Und dann sind wir bei den neuen Jobs, weil es gibt ja jetzt schon diverse neue Jobs, ganz offensichtlich der Prompt Engineer. Wobei auch hier übrigens spannend ist, ne? Prompt Engineering. Muss ich mir ja mal die Textkorrektur reinholen, sonst kriege ich das nicht hin. Prompt Engineering, da gibt es Experten. Werden Leute sein, die das bedienen, oder? Ja, genau. Also ich glaube, aus meiner Perspektive, dass das größte Problem, das es über die nächsten paar Jahre gibt, das gelöst werden muss von trainiertem Fachpersonal, für alle, die in die Richtung vielleicht gehen wollen, auch sich weiterbilden lassen wollen, ist tatsächlich die Identifikation von Anwendungsfällen. Weil künstliche Intelligenz ist eine sogenannte Allzwecktechnologie, das ist wie die Elektrizität, die ist nicht an eine Branche gebunden, die kann in der Theorie und auch in der Praxis in jede Branche, in jeden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereich angewendet werden. Ja? Es braucht nur halt Fachpersonal, es braucht Experten, die halt genau wissen, was sind die Stärken, was sind die Möglichkeiten und auch was sind die Limitationen von dieser Technologie, um halt die korrekten Anwendungsfälle zu identifizieren. Ne? Und dann danach kommt dann das Fachpersonal, das in der Umsetzung nötig ist. Prompt Engineering ist jetzt quasi Bedienung von KI-Modellen über Texteingabe, aber es wird auch ganz, ganz viel mehr noch technisches Fachpersonal brauchen. Also Leute, die dann wirklich auch programmatisch diese Modelle in Unternehmensprozesse mit einbinden. Ne? Programmierer würde ich mal bei den aussterbenden Jobs vielleicht auch noch mit dazu packen. Thema Coding, ja, ist mir gerade noch so eingefallen. Zu einem Teil. Ja. Zweischneide, könnte ich jetzt auch nochmal rein, aber es ist, ja, auf jeden Fall kann man das da noch mit dazu schreiben, ja. Genau, welche neuen Jobs wird es geben? Also ich glaube, das, was ich gerade gesagt habe, das ist das, was in dieser Branche erstellt wird an Berufen. Das heißt, Menschen, die Anwendungsfälle identifizieren, Menschen, die KI-Modelle bedienen und Menschen, die programmatisch KI-Modelle in Prozesse einbinden können. Ich glaube, eine Art von Tätigkeit oder von Branchen oder Bereichen, die auf jeden Fall nicht durch eine KI ersetzt werden kann und wird, über die nächsten Jahre, die auch massiv an Wert gewinnen wird, wenn KI einen Haufen Arbeitsbereiche und Arbeitsfelder überflüssig macht, ist das Event-Business tatsächlich, weil es wird quasi durch zunehmende autonome KI im digitalen Space, wird halt mehr Bedarf entstehen nach Real-World-Experience und Interactions. Ne? Ich habe auch einige Menschen kennenlernen dürfen im Event-Space und das, was die halt machen, das kann eine KI nicht ersetzen. Ne? Das heißt, alles, was quasi in-person ist, wo es um eine Interaktion mit Menschen geht, das wird sehr relevant bleiben und wahrscheinlich noch relevanter werden. Ansonsten, welche neuen Jobs wird es geben? Ja. Schwer zu sagen. Also ich glaube tatsächlich, wir haben die drei Themen, die es bedienen, die es einbinden und die neue Lösung finden. Ich würde noch eine Sache dazu sagen, auf so einer Verständnisebene. Es wird nämlich ganz viele Berufe, die es jetzt gibt, die werden sich stark verändern. Zum Beispiel wird es so sein, in Zukunft aktuell zum Beispiel ein Arzt hat die Aufgabe, einen Patienten zu diagnostizieren und dann die richtige Intervention herauszusuchen. In Zukunft wird quasi der Arzt, ich sag mal so eine Art menschliches Experteninterface zu einer KI sein. Ich glaube, Ärzte werden jetzt nicht überflüssig werden, aber der Arzt wird die Symptome an eine KI ausspielen. Die KI wird halt jede Menge wird eine Diagnose ausliefern und Vorschläge zur Verbesserung und der Arzt wird quasi da sein, um vielleicht den Prozess zu begleiten oder halt die Medikamente auszuhändigen. Ne? Aber das heißt, ganz viele Berufe werden einfach, da wird der menschliche Experte ein Interface zur KI sein. Ne? Genau. Ja. Ja, sehr cool. Rechtliche Reglementierung. Es schimpfen ja sehr viele, dass wir in Europa uns so ein bisschen wirtschaftlich gerade kastrieren, weil wir ganz viel KI gar nicht benutzen dürfen oder wo es halt rechtliche Reglementierung gibt und DSGVO und gerade die bei den kleinen Unternehmen trifft das wenig, aber gerade mit den mittelständischen und bei den Konzernen ist das ja echt ein Pain und dann ist ja die Alternative Co-Pilot keine Alternative. Das ist ja ein bisschen netter Werbegag. Was ist sonst so an rechtlichen Regelungen? Was ist schon da? Was könnte man hier noch mit erwähnen, was irgendwie interessant ist? Also das größte Thema oder das wichtigste Thema ist Thema Datenschutz. Ne? Also
Da würde ich einfach nur, weil die meisten der Zuschauer ja wahrscheinlich sich fragen werden, was kann ich machen oder worauf muss ich achten mit KI, ne, ist halt echt das Thema Datenschutz. Das heißt quasi Regel Nummer eins, ich bin kein Datenschutzexperte, ich mache keine Rechtsberatung, muss ich dazu sagen, keine personenbezogenen oder sensiblen Informationen an KI-Modelle schicken, egal welcher Art. Ne? Das heißt, sowas wie ChatGPT, Leute denken immer, ah, ich werfe da was rein, das geht in so einem Nebel auf, der nennt sich KI, das ist Quatsch. Die Daten, also alles, was du da reinschickst, landet auf einem Server in den USA. Ne? Auch hier übrigens direkt mal kleiner Tipp und Trick. Man kann in den ChatGPT-Einstellungen, kann man das ausstellen. Ich kann es auch ganz kurz mal eben über einen Screenshot Ja, mach zeigen, mal. wenn du Zeig das mal gerne. möchtest. Okay, also ich habe hier oben in der rechten Ecke habe ich das Logo. Da kann ich hier auf Einstellungen runtergehen. In den Einstellungen habe ich dann jetzt hier die Datenkontrollen. In den Datenkontrollen habe ich hier die Auswahlmöglichkeit, das Modell für alle verbessern. Das würde ich immer ausstellen. Ne? Wenn das hier eingestellt ist, bedeutet das quasi, dass alle Inhalte, die ich in dem Chat geteilt habe, dass die für die nächste Iteration, für das nächste Training vom nächsten Modell verwendet werden. Und dann kann es theoretisch sein, dass irgendwas, was ich hier mal in dem Chat geschrieben habe, in Zukunft einem anderen Nutzer ausgespielt wird. Ne? Das will ich natürlich nicht machen. Ansonsten, wenn ich mal eine Konversation mit einem KI-Modell starten möchte und auch über persönlichere Dinge sprechen möchte oder auch Namen oder sowas erwähnen möchte, dann kann ich das auch hier im sogenannten provisorischen Chat machen. Der provisorische Chat, der ist hier im Dropdown-Menü ganz unten und dann steht es hier schon angegeben, diese Daten, die hier drin, die hier reingeschrieben werden, die werden nach 30 Tagen gelöscht. Ne? Das heißt, die werden dann auf den Servern nicht gespeichert. Ne? Genau, das so ein paar, also so zwei kleine Tipps und Tricks zum Thema Datenschutz. Ansonsten, wie gesagt, auch da wieder Thema Anwendungsfallidentifikation. Einfach keine Prozesse mit KI automatisieren, in denen halt sensible Daten anfallen. Deswegen habe ich mich auf Copywriting spezialisiert, weil im Copywriting werden halt keine sensiblen Daten verarbeitet. Ne? Also Datenschutz ist so das Wichtigste. Das größte rechtliche Thema ist dieser EU-AI-Act. Der wird für die meisten Zuschauer hier jetzt nicht relevant sein. Der bestimmt quasi, welche Arten von Anwendungsfällen oder Applikationen mit KI gebaut werden dürfen, was da halt erlaubt ist und was nicht. Da gibt es verschiedene Risikokategorien. Und das ist dann aber eher für solche Leute relevant, die halt eigene Startups entwickeln wollen. Das sorgt dann dafür zum Beispiel, dass sowas wie Facial Recognition Technology nicht eingesetzt werden kann zu unlauteren Zwecken. Ne? Das ist aber, wie gesagt, für die meisten Privatnutzer von KI ist das nicht unmittelbar relevant. Die Frage wollte ich vorhin stellen. Muss ich eigentlich, also müssen, wissen wir, muss ich nicht, aber spricht was dagegen, sich bei ChatGPT eine bezahlte Version zu holen? Gibt ja ganz viele, die sagen, ja, ich habe ja die kostenfreie Version und da kann ich ja auch ganz viel machen und wir wissen, ja, wir können damit viel machen, aber Hand aufs Herz, wenn ich es ernst meine, die $20 sollten es nicht sein, oder? Also da zitiere ich gerne einen Kollegen, bei dem ich letztens auch mal in einem Workshop drin saß, der meinte, wer die bezahlpflichtige Version nicht gekauft hat, hat sein Leben nicht unter Kontrolle. Genau, so, Das fand ich genau den gut. gleichen Satz wollte ich gerade sagen. Der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, perfekt. Genau, hat die Also Kontrolle über sein Leben verloren. bitte, wir haben keinen Affiliate-Link für ChatGPT, das wäre eine geile Nummer, aber kauft euch Leider die nicht. Premium-Version, alles andere macht gar keinen Sinn. Ja, genau. Dann haben wir natürlich noch so diesen Kernpunkt. Wir alle, also du vielleicht nicht, du bist zu jung, aber die Generation, die ein Jahr älter ist als du, ich zum Beispiel, die kennt noch den Film Terminator und da gab es ja so eine KI, die die Welt übernommen hat und dann angefangen hat, Maschinen zu bauen und diese ganzen Maschinen haben dann die Menschheit ausgelöscht, zum großen Teil. Realistisch? Denkbar? Hilf mir. Super spannende Frage, super wichtige Frage. Hilf mir noch mal ganz kurz aus. Ist in dem Film dieses Skynet Ganz genau. Das das wurde im drin oder Prinzip was? irgendwann so gesagt, naja, wir geben Skynet jetzt die Möglichkeit, ist ja nur einer von vielen Filmen, sind ja mehrere Filme, bei denen es sehr, sehr ähnliches Szenario war. Wir schließen die künstliche Intelligenz an das Internet an und geben ihr im Prinzip die Macht, selber Dinge zu entscheiden. Und ab dem Zeitpunkt zieht die KI sofort den Stecker für die Menschheit. Die Menschheit kann auf einmal nicht mehr eingreifen. Die KI ist überall in allen Geräten, wie auch immer das funktionieren soll, aber das ist ein technisch anderes Ding. Und fängt dann an festzustellen, dass das größte Problem der Menschheit, Überraschung, die Menschheit ist. Menschheit ist. Genau, wir selber machen den Planeten kaputt, wir selber führen Krieg und deswegen muss einfach die Menschheit ausgelöscht werden, damit man die Menschheit rettet. Ja gut, so richtig durchdacht ist das nicht, aber in den Filmen passiert es ja immer. Was ja auch also von der logischen Reasoning Chain nicht ganz abwegig ist. Warum ich das frage, ist, also ich glaube, sie haben in China, haben sie tatsächlich ein Projekt Skynet schon gebaut. Und was jetzt auch angekündigt wurde vor ein paar, ja, letzten Monat, nee, vorletzten Monat,
ist SingularityNet, so nennt sich das. Und es ist ganz explizit ein Unterfangen, um halt den größten Supercluster zu bauen, auf dem halt AGI, Artificial General Intelligence, gebaut werden kann. SingularityNet nennt sich das. Und darauf wird Also nett. AGI dann quasi trainiert. Also ja, Worst Case, okay, noch eine Statistik und dann kommt meine Meinung. Also über, es gibt mehr als 50% der AI-Developer-Community sieht die Chance, dass KI potenziell existenzbedrohende Risiken für die Menschheit hat, als höher als 10% an. Ja? Und das sind Menschen, die nochmal sehr viel näher dran sind als du oder ich. Ich sehe es auf jeden Fall so, es lässt sich nicht ausschließen. Ne? Es gibt ein paar Menschen, die haben diese Analogie gezogen. Ich gehe da mit. Es ist ähnlich der nuklearen, also Kraft, ne? Nuclear Power. Das ist eine Technologie, die hat wahnsinnig viel Potenzial für zum Beispiel grüne Energieherstellung, hat aber auch tatsächlich das Potenzial, heute auf Knopfdruck die gesamte Menschheit und den Planeten auszulöschen. Ne? Und künstliche Intelligenz hat einfach dasselbe Potenzial. Wir können es nicht ausschließen. Es lässt sich nicht ausschließen. Es gibt sehr viele intelligente Menschen, die sehr viel Arbeit da reinstecken, dafür zu sorgen, dass diese Technologie sicher entwickelt wird. Aber ehrlicherweise, die Gelder, die da reinfließen, also in AI Alignment nennt sich dieses Feld, sind verschwindend gering im Vergleich zu den Geldern, die reingesteckt werden, um diese Technologie nach vorne zu treiben. Und ganz Genau. ehrlicherweise, das ist auch ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, wo ich auch mehr noch mitmachen möchte, also noch mehr irgendwie dazu beitragen möchte, auch die Bewusstheit dafür zu schaffen, dass halt da wirklich das, was da gerade passiert am Markt, nicht nur Jux und Dollerei ist, sondern dass es halt, wie gesagt, eine sehr, sehr mächtige Technologie ist, die auch potenziell negative Konsequenzen haben kann. Und wir wissen ja, wenn viel Geld im Spiel ist und große Konzerne und vor allem auch die Rüstungsindustrie ein Interesse daran hat, Sachen zu entwickeln, die halt zweckentfremdet werden, wenn man das so sagen kann. Wir werden sehen. Okay, also wir können es nicht ausschließen. Mein Tipp hier an alle, erstens, nicht nervös werden, weil ist noch nicht. Lohnt sich also gar nicht, jetzt über Sachen jetzt schon Angst zu haben, die noch gar nicht eintreten. Und zweitens, immer nett sein zu ChatGPT. Also wenn man was reinpromptet, danke schreiben. Ja, schreiben, du bist großartig, dann hat man eine Chance, dass irgendwann Skynet einen vielleicht verschont. Vielleicht auch nicht, Oder keine Ahnung. sonst, es gibt ja auch diesen Prompting-Hack, wo man ChatGPT Trinkgeld anbietet, Oh, da kommen wir gleich zu den damit es Hacks. besser performt. Genau, kommt da auch Erzähl gleich. mal, wann biete ich denn ChatGPT Trinkgeld an? Genau, das gebe ich jetzt gleich noch dazu. Wollte nur sagen, nicht, dass da irgendwann eine Rechnung kommt von OpenAI. Einen kleinen Call to Action noch, eine kleine Einladung noch. Für alle, die sich für dieses Zukunftsblick-Thema interessieren, über das wir jetzt als letztes geredet haben. Ich starte da jetzt auch gerade, ich bin gerade dabei, einen eigenen YouTube-Channel zu starten, um mich mehr mit solchen Themen tatsächlich auch auseinanderzusetzen. Ne? Also alle, die sich für diese Metaebene quasi interessieren, die wissen wollen, wohin entwickelt sich das Ganze, was sind die Auswirkungen auf gesellschaftlicher Ebene, die dürfen mir da auch gerne auf YouTube folgen. Wahrscheinlich Link in den Shownotes, ne? Das ist ja so Wenn du das. ihn mir bis dahin liefern kannst, Link in den Shownotes. Den liefere ich Ansonsten dann. trage ich ihn nach, versprochen. Also ihr werdet ihn in den Shownotes finden, irgendwann. Genau. Ja, ansonsten Prompt-Hacks der Profis. Also ChatGPT Trinkgeld anbieten. Wenn du einen besonders guten Job machst, kriegst du $200 Trinkgeld von mir. Funktioniert. Das ist aber für mich eher so ein Gimmick-Hack. Ne? Also das ist was, das hat so einen tollen Marketing-Effekt, weil alle lachen immer. Das kann man drunter schreiben. Das hat auch erwiesenermaßen einen Effekt. Aber das ist jetzt nicht der Game-Changer. Ne? Ansonsten noch einer in der Kategorie, bevor wir zu den wirklich mächtigen Dingen kommen, ist emotionaler Appell. Ja? Das wurde auch tatsächlich in der Forschungsstudie herausgefunden. Wenn man drunter schreibt, bitte gib dir besonders viel Mühe, das ist sehr wichtig für meine Karriere, dann liefert KI bessere Resultate. Ja? Also das sind so zwei Sätze, die habe ich bei meinen Prompts immer unten dran. Die, wie gesagt, die machen jetzt nicht den weltbewegenden Unterschied aus, aber sie haben einen kleinen marginalen Effekt. Übrigens da auch nochmal zum Thema Prompting. Ne? Ich hab verschiedene Prompting-Prinzipien, ich habe 7 bis 8 Prompting-Techniken, ich habe verschiedene Prompting-Hacks. Ich arbeite die alle ein in einen einzigen Prompt. Jeder einzelne dieser Dinge hat einen marginalen Effekt. Ne? Jede einzelne Technik, jeder einzelne Hack, jedes einzelne Prinzip hat eine prozentuale Auswirkung auf das Gesamtergebnis am Ende. Und in Ganzheit arbeitet es dann da, zusammen, um halt zu wirklich guten Resultaten zu führen. Ne? Die wichtigsten Hacks, die ich jetzt hier mit reingeben wollte, sind eigentlich 2 Stück. Also, wenn ich wirklich gute Prompts schreibe, dann werden die lang.
Ne, es macht einfach keinen Sinn, mit einem Dreizeiler gute Ergebnisse zu erzielen. Warum nicht? Ich muss diese KI-Modelle sehr spezifisch und sehr explizit anleiten zu dem, was sie erzeugen sollen. Sonst werden generische Ergebnisse reproduziert. Das liegt daran, wie diese Modelle technisch funktionieren. Die liefern immer das Ergebnis, was am wahrscheinlichsten korrekt ist. Per Definition ist das, was am wahrscheinlichsten korrekt ist, der Durchschnitt. Ja? Deswegen sind die Ergebnisse auch im Normalfall generisch. Ich muss sie von generischen Ergebnissen wegsteuern, dadurch, dass ich sehr explizit bin. Wenn ich sehr explizit bin und mein Prompt sehr lang ist, hat das KI-Modell aber eine härtere Zeit damit, diesen Input wirklich gut zu verarbeiten. Das heißt, mein Hack Nummer 1 ist, ich muss meinen Input gut strukturieren. Und was ich damit meine, ganz explizit, ist das Thema Markdown-Formatierung. Ja? Markdown-Formatierung für alle, die das nicht wissen. René, da hast du tatsächlich auch einmal ein sehr schönes Beispiel genannt. Wenn man sich mal so einen Wikipedia-Artikel anschaut, der hat ja verschiedene quasi Kapitel und jedes Kapitel hat Unterkapitel. Ne? Genau, das wir nehmen mal mein Beispiel, was ich immer habe, wenn ich Eisen suche, dann gibt es immer so einen schönen, ich weiß nicht, warum ich Eisen, habe ich irgendwann auch mal gesehen. Und dann haben wir jetzt genau diese Struktur, die wir jetzt hier haben, was man im Prinzip auch hier sieht. Das ist im Prinzip der erste Markdown. Das heißt, wir haben jetzt hier so eine Art Headline 1, wie eigentlich auch auf der Webseite. Auch, oder dass die Headline 1 wäre Eisen. Headline 2 ist dann Begriffsverwendung. Headline 2 ist ebenfalls noch Geschichte. Bei mir ist dein Bildschirm übrigens nicht geteilt. Das in diesen Tab-Teil muss ich auch drücken. Genau. vielen Dank. Das heißt, wir haben hier einmal die Hauptüberschrift. Das ist im Prinzip die erstmal ganz grundsätzlich. Und hier ist die Struktur von diesem Artikel drin. Und genau so kann man eigentlich in der KI mit dem Markdown auch arbeiten und kann im Prinzip sagen, okay, was ist das Thema 1, Thema 2 und dann gibt es hier Unterkategorien zu diesem Thema und vielleicht auch noch eine Unterkategorie zu diesem Thema und dann geht man wieder in den Kategorien hoch und runter. Und so kann man es im Prinzip auch in einem Prompt sehen. An sich ist es quasi einfach nur wirklich für die einzelnen Segmente, das sind dann die Techniken als Beispiel, sowas wie Rollenprompting kennt ja jeder. Ne? Du verhältst dich jetzt wie ein Marketing-Experte mit langjähriger Erfahrung im Content-Marketing für ausgewählte Personal-Brands. Ne? Das ist so also ein Beispiel für einen Rollenprompt. Und dann wäre quasi vor dem Wort Rolle wäre ein Hashtag. Ne? Darunter kommt dann die nächste Technik, die ist dann auch wieder mit einem Hashtag eingeleitet. Und wenn halt unter so einer Technik verschiedene weitere Unterkapitel sind, dann können die halt mit zwei Hashtags angekündigt werden. Ne? Das heißt, das ist dann Unterkapitel 1, darunter kommt dann nochmal Kapitel. Und dann wäre im Prinzip das Ganze dann, wenn ich jetzt hier irgendwelchen Content habe, wäre das, wenn ich dazu was habe, so. Das wäre das Unterkapitel. Ne? Genau. Ne? Das ist quasi die Markdown-Formatierung. Und da hat sich tatsächlich auch rausgestellt, dass diese ganzen großen AI-Labs wie OpenAI und Anthropic ihre Prompts, die System-Messages für die Sprachmodelle, die wir verwenden, genauso auch formatieren. Ja, also das ist wirklich erwiesenermaßen und von den Profis verwendet, die richtige Art und Weise, um Prompt zu strukturieren. Du kannst jetzt in dem Beispiel direkt nochmal weiterarbeiten. Und zwar, wenn du da reingehst, dann zeige ich jetzt nochmal ganz kurz den zweiten Prompting-Hack, der halt wirklich einen Unterschied macht. Ich will in meinem Prompt explizit unterscheiden zwischen dem, was Anweisungen sind und Input-Informationen. Ja? Ich gebe ja in den Prompt immer Dinge rein. Sagen wir jetzt mal, ich möchte vielleicht in deinem Fall eine Mail erstellen oder eine Mail-Kampagne. Ne? Das heißt quasi, ich habe in dem Prompt habe ich einen ganzen Anteil Anweisungen dazu, wie halt eine wirklich gute Mail auszusehen hat, die das Modell jetzt generieren soll. Dann habe ich aber auch noch Input-Informationen, das heißt quasi, worum soll sich diese Mail denn drehen? Und ich möchte nicht, dass diese Anweisungen und die Input-Informationen, die dann verschriftlicht werden, dass die ineinander überfließen. Ja? Das heißt, ich muss die voneinander trennen. Und wie ich das mache, ist mit sogenannten XML-Tags, das klingt jetzt kompliziert, das ist quasi dasselbe wie ein HTML-Tag. Ich habe eine dreieckige Klammer auf, ne? Also das heißt, genau, dann schreibst du jetzt zum Beispiel Input da rein, genau, und dann machst du die wieder zu. Anweisung und dann machst du die mit der, genau, und dann machst du wieder Input, zu. Input. Genau. Und dann würde ich irgendwann an der Stelle im Prinzip den hier machen. Genau, dann schließt du den wieder. Genau, die Konvention ist immer, die Begriffe klein zu schreiben. Das ist dem KI-Modell jetzt egal, aber das ist einfach, das ist die Benennungskonvention. Ja. Das sind quasi XML-Tags und mit denen kann ich Dinge in dem Prompt auch wieder sauber strukturieren und abtrennen. Ja. Das hier ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel für einen XML-Tag für Input-Information. Genau das Gleiche, wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist eine weitere sehr mächtige Prompting-Technik, sind Beispiele, ja, sind sogenanntes Few-Shot-Learning. Das heißt, ich kann quasi Beispiele von guten Mails in deinem Fall jetzt damit reingeben. Dann würde ich die auch mit dem XML-Tag öffnen. Würde ich quasi einen XML-Tag machen mit Beispiel und würde dann da... Genau, Beispiel.
Und dann würde ich da das Beispiel reinpasten und dann darunter den Tag wieder schließen. Ne? Natürlich würde dann das Beispielsegment auch mit einer Markdown-Sektion beginnen, wo dann steht Beispiel, verwende jetzt dieses Beispiel als Vorlage, aber übernimm keine der Inhalte, halte dich an den gleichen Stil und die Formatierung. Ist es eigentlich so rum? Oder ist es vorher oder nachher? Das ist davor, der schließende. Ja, davor war der schon richtig, okay. Ja, genau. Das heißt, der dahinter muss wieder raus. Genau, okay. Genau, ja. Also so, das sind so zwei... Erzähl du. Genau, ich runde es kurz ab. Also das sind so zwei Dinge, wie halt wirklich Profis, wie gesagt, das mache ich seit 2 Jahren und das machen die ganzen großen AI-Labs. So werden halt quasi richtige Prompts strukturiert, ja. Und jetzt möchte ich nochmal einen Mindframe mitgeben, ja. Wenn man jetzt hier, das habe ich ja auch jetzt schon mehrfach gesagt, richtig gute Prompt, die sind sehr lang. Und die sind auch ehrlicherweise nicht beim ersten Schreiben erstellt. Ja? Die müssen iteriert werden, die werden getestet, die werden optimiert. Und die Frage, die dann jedes Mal kommt, ist, hey, Moment mal, wenn mein Prompt super lang ist, mehr als 8000 Zeichen, und er hat diese ganzen komischen technischen Formatierungen da, das ist ja alles super kompliziert, dann ist es doch viel schneller, wenn ich es alles irgendwie einfach selber schreibe. Ja? Da will ich unbedingt das Mindset mitgeben. Wenn ich irgendeine Art von Inhalt, sagen wir jetzt mal in deinem Fall eine Mail oder einen Social-Media-Beitrag oder was weiß ich was, eine Landingpage oder keine Ahnung was oder einen Bericht, wenn ich das nur ein einziges Mal erstelle, dann macht es keinen Sinn, so eine Art von Prompt auszuarbeiten. Aber wenn ich Unternehmer bin und ich habe in meinem Unternehmen einen Arbeitsprozess, bei dem Inhalte regelmäßig erstellt werden, nach sich wiederholenden qualitativen und strukturellen Merkmalen, dann kann ich so einen Prompt entwickeln, einmalig, und der kann mir dann in Zukunft jedes Mal bei der neuen Erstellung von diesen Inhalten wahnsinnig viel Zeit sparen. Und das skaliert halt einfach wahnsinnig gut. Ich kann auch aus Erfahrung sagen, ich hatte zum Beispiel gestern den Fall, ich sollte ein sehr, sehr langes Skript umschreiben auf mich persönlich und habe dann auch überlegt, habe natürlich mit ChatGPT angefangen und dachte dann aber bei dem Punkt, okay, krass, das wird jetzt einfach auch zu lang für einen Chat. Und habe mir dann lieber einen Custom-GPT gebaut, habe den schnell mit all meinen Inhalten gefüttert. Das hat mich vielleicht eine halbe Stunde gedauert, habe dafür auch einen ausführlichen Prompt gemacht und habe dann in diesem Custom-GPT alles abarbeiten können. Und das war von der Qualität her einfach, also überragend, was soll ich sonst sagen. Es war auf jeden Fall richtig gut, was daraus kam. Und da hat sich selbst diese halbe Stunde gelohnt, weil ich dadurch gefühlte 2 Stunden trotzdem gespart habe, obwohl ich alles schon mit KI mache. Also ich kann mich echt an die Zeiten vor KI... ich will nicht mehr zurück. Also ich könnte mir nicht vorstellen, alles jetzt, diese Sachen manuell zu schreiben. Ich würde so abkotzen. Ja. Und an der Stelle nochmal auch echt, ich kann mir vorstellen, dass du das gar nicht mehr siehst, aber ich bin mit sehr, sehr vielen Menschen im Kontakt, die halt den Schritt in diese Reise gehen wollen oder weil ich sie initiativ auch dazu befrage. Ja. Du und wahrscheinlich auch die ganzen Zuschauer hier von dem Video sind absolut in der Kategorie der Innovatoren und der Early Adopters. Ne? Also wirklich die allergrößten Segmente im Markt, vor allem im deutschen Markt, da ist ja alles super langsam, ja, haben noch überhaupt nicht mal den Fuß in das Wasser gesteckt. Das heißt, jetzt gerade ist der Zeitpunkt, an dem man noch wahnsinnig große Wettbewerbsvorteile sich erarbeiten kann, wenn man halt einfach weiß, wie man diese Technologie richtig einzusetzen hat. Mega, mega cool. Garrett, wir haben heute einiges schon mal hier erklärt. Wir haben uns über Modelle unterhalten, wir haben uns Tipps abgeholt. Wir wissen, welche Jobs ganz sicher sterben werden. Dafür legen wir die Hand ins Feuer und welche neu entstehen. Wir haben zum Thema Recht mal einen kurzen Ausflug gemacht. Wir wissen, Skynet und SingularityNet gibt's schon. Aber vielleicht geht die Menschheit noch nicht unter. Ich würde sagen, wir haben für heute schon mal einen echt geilen Content-Slot geliefert. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was hat euch am besten gefallen? Was nehmt ihr hier mit? Und vielleicht, welche Fragen habt ihr auch an Garrett? Ich werde einfach mal, Garrett, ich bin so frei, nicht nur dein LinkedIn-Profil verlinken, sondern auch alle dazu anhalten, mit dir ins Gespräch zu gehen, weil du bist einfach großartig. Automatisierung, oh, 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 alles geht wie vor.